Also muss ich jetzt die Quest wahrscheinlich kurzerhand alleine annehmen, denn falls ihr es nicht gemerkt haben solltet, die Vampi ist Lars? gerade weg und wahrscheinlich reden wir gerade beide gleichzeitig. Lynn's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I War ja hear. zu erwarten. There are people there who Ja. want him Ich muss zumindest diesen intact. Dialog kurz weitermachen. But I Vor allem think er his ist eye offline is for interessant. So food on leid mir my das tut für shelf, die arme mostly, Vampi. if they were to wander in. I gouge hell. A fitting punishment for Lynn. Das ist I krank. knew you would. What other reason to waste words on the ill-fated? Richtig, bis dann. So, jetzt werde ich ganz kurz mal speichern, liebe Leute. Denn ich habe die Befürchtung, da ja mein Skype total rumspinnt heute, dass ich eventuell die Aufnahme gleich nochmal stoppen muss, damit ich die liebe Vampi zurückholen kann. Ich gehe ganz kurz auf meinen Desktop. Kleinen Moment. Und richtig. Also, liebe Leute, an dieser Stelle muss ich leider einen kleinen Schnitt setzen. Ja, Wir sehen super. uns dann gleich wieder. Bis gleich. Auf jeden, ja. Ja, die Aufnahme ist stehen geblieben, auf jeden Fall. Och Mann, was ist denn das für eine Scheiße heute? Und wieder was zum Rausschneiden. Ist das nicht schön? Ich hasse es. So, Vampi nochmal anrufen. Vampi, da bist du wieder. Ja, da bin ich Schnell die wieder. Bildschirmübertragung anmachen und weiter geht's. Ich habe die Quest inzwischen angenommen. Leider warst du ja mittendrin weg und mein Skype hatte sich mal wieder aufgehängt. Also, liebe Leute, wir sind jetzt wieder zurück. Hoffentlich jetzt ohne weitere technische Probleme. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Quest von dem alten Mann angenommen. Wir müssen uns also jetzt Linds Augen beschaffen. Ja, du sagst es. Und tollerweise Also ist mein hier während ist. der Aufnahme. Ja? Ich wollte nur Wolltest sagen, du also mein sagen? Internet ist halt. Also du bist halt weg gewesen. Ich habe nur noch gehört, so von wegen. Ja, ihr habt richtig gehört, liebe Leute. Wir müssen dann weg. Ja, das ist ganz toll heute mit der Aufnahme, ich weiß. Ach, das ist einfach nicht schön. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Red Dragon und sprechen mit den Herren, mit Wong Ho. Wir sprechen mal mit der Dame. Ich suche Wong Ho. Ming Zhao hat Kannst du mich das geschickt. lesen? Ja, ich hab doch gerade gesagt, was ich nehme. Okay, alles klar. Danke. Zweiter Stock, schönen Abend noch. Bis dann. Yay, und schnell hoch. Das hört sich Aber wieso falsch hast du an. nachgefragt, ob ich es lesen kann, wo ich doch schon längst die Antwort gewählt hatte? Weil ich das nicht mitgekriegt hatte, leider. Ja, ist ganz toll. So, jetzt durchsuchen wir erstmal die obere Etage. Ah, ein Wurfstern. Miau. Vor allem, wer unterhält sich denn da? Irgendwelche NPCs. So. Wir haben auf jeden Fall gerade eben einen Wurfstern gefunden. Was ja nicht gerade unüblich ist im Fernen Osten. Und hier ist das Büro von dem netten Herrn. Okay, wen haben Sie? Kiki. Die Tong, alte Bekannte. Und das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber Ming Zhao hat mich geschickt, um mit Ihnen zu reden. Na, alles gut. Alles gut, alter Mann. Kein Problem. Was ist hier los, Wong Ho?
Die haben einfach so seine Kiki entführt. Das macht Papa natürlich wütend. Wissen Sie, wo sie ist? Ich bringe sie zurück. Ich habe irgendwie geahnt, dass du das nehmen würdest. Okay. Ja, so kann man auch ein Telefonat führen. Aha. Hm. Ja, ohne Telefon. Ja, geil. Das war geil. Dann nochmal. Er telefoniert mit seiner Hand. Alter, ist das geil. Das klang nicht nach Beton. Geil. Er telefoniert mit seiner Hand. Oh, wie geil. Vor allem das Geile ist ja auch, dass er immer wieder das Telefon nach unten gehalten hat, dass er gar nicht reingesprochen hat, dass sie gar nicht gehört haben, wenn er was gesagt hat. Herrlich. Ja, schön. Einfach herrlich. Ja. Sagen Sie mir nur wo und bestellen Sie gleich den Leichenbestatter dazu. Oh, ein Massagesalon. Hallo. Hallo. Ja. Brustmassage und Bauchmassage und nochmal kotzen. Ja, genau. Natürlich, ich werde sie sicher zurückbringen. Oh, schlagen Sie schnell zu. Hallo. Oh, jetzt bist du gleich sein Freund, bist okay. Ja, jetzt bin ich gleich sein Freund, ja klar. Welcher Vater würde dann nicht sagen, mein Freund, wenn derjenige anbietet, die Tochter bzw. den Sohn rauszuholen? Ich glaube, darüber würde sich jeder Vater freuen. Und jede Mutter. Ja. Wir wollen ja die Mütter nicht... Wenn ich die zum Beispiel retten würde, würde aber gesagt werden, meine Tochter. Oder nee, meine Freundin, besser gesagt. Genau. Tochter sei jetzt schon hier. Schon Wir werden jetzt uns auf jeden Fall zu diesem Lotus-Ding begeben. Lotus Blossom. Das heißt tatsächlich so, ich kann da nichts für. War hier nicht die Augen von Lynn? Kurz mal gucken. Ich glaube, da waren die drin. Hol mir die gleich nebenbei. Ja, tatsächlich. Tong, kommt her, ihr Schweine. Lady. Oh, die haben Magnums. Geil! Freude. Da ist Lynn. Reißen wir ihnen die Augen raus. Ja, sehr lecker. Schön. Ja, guten Appetit. Nee, die Tür öffne ich nicht, weil dahinter ist nämlich ein anderer NPC, den wir auch ein paar Quests bekommen. Beziehungsweise eine Quest. Mhm. Mhm. So, jetzt gehen wir aber ins Lotus Blossom. Hehe. Und holen Kiki raus. Was sowieso ein interessanter Name ist. Schnell speichern. Endlich wieder ein Kampf. Wow. Autsch, autsch. Stirb! Ein Mann und sein Hammer. Kann man auch falsch verstehen. Ja, wirklich. Aber ich bin mehr Fisch. Ich bin mehr der Schwertkämpfer. Also holen wir unser Breitschwert raus. Das hört sich auch falsch an. Aber kann man hier nicht auch durchschleichen irgendwie? Nein, das ist eine Kampfzone. Und Kiki zu befreien. Aber die Mädels lassen wir in Ruhe. Auf jeden Fall, die tun uns nichts. Die lassen wir in Ruhe. Mhm. Nur die Jungs müssen wir erledigen. Interessant, hallo. Prostituierte als Masseurin. Ja, die Modelle wiederholen sich leider nach einer Zeit, liebe Leute. Und ich werde die Räume etwas genauer untersuchen, weil es kann in manchen Räumen der Fall sein, dass es dort ein paar nützliche Gegenstände für uns gibt. Und der Typ liegt schon bereit. Ja. Aber keiner ist da, um ihn zu massieren. Das ist auch toll. Ja, so ein Scheiß. Ja. Lass mich durch, Mädchen. Lass mich nicht durch. Okay, gelangt. Steht auch falsch. Aua!
Irgendwas hat... Aua! Aua! Vor allen Dingen, irgendwas hat auf uns geschossen. Und sie fliegen wieder. So schön. Autsch! Ist klar, Leute. Ihr macht euch schon gegenseitig kalt. Warum habe ich jetzt eigentlich das Montiereisen aufgehoben? Ich habe keine Ahnung. Alter! Da stapeln sich die Leichen schon. Okay, das Mädel ergreift die Flucht. Das kann man verstehen. Würde ich auch machen an ihrer Stelle. Und ich glaube, die liebe Vampi auch. Welcher normal denkende Mensch würde das nicht machen, so in der Situation? Ja, super toll. Ich muss jedes Zimmer... Ah, eine schicke Armbanduhr zum Verkaufen. Also, du siehst ja schnell eh gleich vorbei, dann passt das. So, jetzt gehen wir hoch. Och, Mädel! Miau, hallo. Alter! Die bietet sich uns an. Mädel, lässt uns bitte durch. Ich will dich nicht töten. Zwing mich nicht dazu. Schnell speichern. Bist du noch da, Vampi? Vampi? Och nee, ey. Nicht schon wieder. Scheiße, da ist jetzt ein Tong. Komm her! Sauber! Alter, ist das mies. So, jetzt haben wir ihn. Okay, liebe Leute, ich muss doch mal kurz gucken, ob Vampi noch da ist oder ob sie schon wieder verschwunden ist. Laut Skype ist sie noch da. Vampi, kannst du mich hören? Moment, liebe Leute, ich bin gleich wieder für euch da. Ich sag ja, diese Session ist voller Probleme heute. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht mehr feierlich, liebe Freunde. Vampi? Hallo? Hallo? Oh, das sind Probleme heute, das ist echt nicht wahr. Die Vampi reagiert einfach nicht mehr. Sie ist regungslos. Wahrscheinlich labern wir beide gerade übereinander, aber egal. Ich muss irgendwie versuchen, sie wieder reinzukriegen. Das hört sich auch falsch an. Ach, jetzt sagt er mir mal, ja, das ist klasse. Jetzt sagt er mir, dass die Verbindung... Oh. Skype, manchmal möchte ich dich schlagen, echt. Vampi? 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 Ja. Ah, da bist du wieder. Oh Mann. Ich rufe dich schon die ganze Zeit, Vampi. So, jetzt können wir weiterspielen. Ach so, die... Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ja. Ich wollte es gerade sagen. So, okay. Jetzt, liebe Freunde, können wir weitermachen mit Tongs Schlachten. Du hast dich viel verpasst, Vampi. Wir haben nur einen weiteren Tong umgebracht. Der uns zuvor angeschossen hat. Okay. Mehr. Wir dürfen nicht... Oh, hallo, wir dürfen nicht in die Klos rein. Was geht da wohl ab? Okay, hier dreht jemand heimlich kleine Filmchen, die nicht ganz jugendfrei sind. Und hier auch. Alter, Leute, im Ernst. Also das ist nicht nur ein Massageclub, das ist auch noch ein Pornoclub. Beziehungsweise eine Pornofabrik hier. Glaube ich ja wohl nicht. Oh, hier gibt es sogar einen Kondomautomaten, oder? Das ist ja wenigstens etwas. Super. Hervorragend. Meine Güte, dem Typen hat sich's aber besorgt. Alter Schwede. Hallo? Ja, so wie der da liegt und guck dir mal die Flecken an. Ja, ich sehe wer sehr wenig, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und hier ist natürlich auch ein Kondomautomat, wie es sich gehört. Und eine Liege. Da liegen zwar Gegenstände drunter, aber ich kann sie nicht aufheben. Schade. Oh.
Okay, hier ist auch nichts. Die Tongs scheinen schon am Ende zu sein. Ah, da liegt was. Ein Geldumschlag mit $250. Ja, noch mehr Geld für uns. Sehr schön. So, wo sind die Tongs? Oh, Schlüssel. Danke. Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Was wir mitgehen lassen können? Nö. Okay. Dann einmal das Schloss aufknacken. Beziehungsweise aufschließen. Da ist Kiki. Alter, was für eine Begrüßung. Kannst du lesen, was da steht? Jetzt wieder ja, zum Glück. Ach ja, darum lasse ich dich ja auch raus. Ja. Was möchtest du nehmen? Hörst du mich jetzt wieder? Okay. Was? Ja, super, ey. Ja. Kiki ist auch ziemlich von sich überzeugt. Schläger? Ich bin doch kein Schläger. Bist du Kiki? Vampi? Ja. Was möchtest du nehmen? Immer noch die 1. Ich muss jetzt jedes Mal nachfragen, weil ich jetzt jedes Mal Angst habe, dass Skype wieder sagt, komm, ich kick dich weg. Das wird doch gleich wahrscheinlich wieder so sein. Und außer die Session ja eh nicht mehr so lang. Habe ich nichts verstanden. Super hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hört sich nach Antwort 1 an. Ja. Also ich höre die Vampi leider gerade so verzerrt, liebe Leute. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie die 1 haben wollte. Der Schläger, ich bin noch kein Schläger, bist du Kiki. Korrekt? Ja. Die antwortet nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die 1. Ich habe doch geantwortet. Mano. Vampi? Och, Alter, was ist denn das heute mit Skype? Das ist ja heute ganz schlimm. Ah. Och, das ist doch ja, ich weiß, aber du hast dich so mehr verzerrt angehört. Da kam jo und das ging immer so weiter. Deswegen habe ich nichts mitbekommen. Deswegen, das tut mir leid. Und jetzt ist sie schon wieder ganz weg. Oh, Leute, das kann nicht wahr sein. Ja, Vampi, was soll ich dazu sagen? Ja, scheiß Internet, ey. Achso, ich muss die Bildschirmübertragung wieder einschalten. Oh, das kann echt nicht wahr sein, ey. Du, das bringt nichts. Mein Internet ist schon wieder rot. Beende die Session. Ich habe keinen Bock mehr. Das bringt heute nichts mehr. Vampire's Masquerade. Ja, wir müssen den Dialog zumindest noch beenden. So leid mir das tut. Gut, ich bin hier, um dich zu retten. Bla, bla, bla. Also Leute, es tut mir leid, wir werden das jetzt ein bisschen abkürzen. Die Session wird ein bisschen kürzer, das macht keinen Sinn mehr. Wir haben nur Probleme. Und die Vampi hat nämlich auch gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ihre Internetverbindung scheint schon wieder rot zu sein. Deswegen hat das keinen Zweck. Wir machen das jetzt kurz und schmerzlos mit Kiki. Ihr könnt euch gerne durchlesen, was sie sagt. Ich werde sie jetzt einfach dreisterweise unterbrechen, auch nicht die Antworten vorlesen. Auf jeden Fall haben wir sie jetzt befreit. Wir haben 4 Erfahrungspunkte bekommen und ich werde jetzt hier speichern und diese total chaotische Session beenden, weil das macht einfach keinen Sinn, wenn wir ständig voneinander getrennt werden, wollte ich schon sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss sagen, der Spaß wurde heute so ein bisschen gedämpft durch die ganzen technischen Probleme. Auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch zumindest Spaß gemacht. Und ich spreche jetzt einfach mal für beide, also sowohl für Vampi als auch für mich, weil ich weiß nicht, ob Skype sie schon wieder rausgekickt hat. Deswegen nee, ich bin noch da. Werde ich einfach mal sagen, ach, du bist noch da, sehr schön.
Ja. Auf jeden Fall, gib bitte auch dieser Session einen Daumen nach oben und natürlich auch Kommentare. Das wäre sehr reizend von euch. Und ich hoffe, die Vampi schafft es noch, wenn Skype nichts dagegen hat, nochmal ein bisschen was zu sagen. Ich sage auf jeden Fall erstmal Entschuldigung für die ganzen Probleme an dieser Stelle. Und ansonsten sage ich noch, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, schön was auch immer. Und sage nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Jo, auch von mir nochmal danke, dass ihr euch das überhaupt noch antut bei unseren ständigen Problemen. Und Ja. ja, haut rein, macht euch einen bunten und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Ciao!